Hallo und willkommen zurück zu The Sims 4. Wir befinden uns im Kalender, denn ich möchte gerne ein paar Ereignisse planen. Und zwar morgen, also in Sims-Zeit morgen, am Samstag, fügen wir ein Ereignis hinzu. Wir fügen, wo ist es, die Geburtstagsparty hinzu. Allerdings ohne Prestige, weil wir haben schon Gold. Brauchen wir jetzt nicht. Geburtstags-Sim wird der gute Josef sein. Gäste, Heiko und Gina, ist klar. Joaquin laden wir ein, Bakujak laden wir ein, den Luzi, den Nasi. Ach komm. Sollen sie alle kommen, ne? So. Caterer. Brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl. Wir nehmen mal einen. Mixer nehmen wir einen. Und Entertainer nehmen wir ein. So. Wir feiern bei uns. Genau. Ach, Zeit für Ereignis. Ach so. Ja, ich würde sagen, wir fangen relativ früh an, oder? 15 Uhr klingt gut. Da ist Geburtstag. Da ist Weihnachten. Was hier? Tag der neuen Fähigkeit. Okay. Aha. Sind wir mal alle beschäftigt, ne? Da hat nur sie Schule. Da hat der Heiko Geburtstag. Ich kenne alle dieselben. Ja, meinetwegen. Okay. Auch da ein Caterer. Auch da ein Mixer. Und auch da ein Entertainer. Das würde ich gerne kurz alles planen. Dann fangen wir ein bisschen später an. Weil die Kleine ja Schule hat. Uhr ist, glaube ich, besser. So. Dann haben wir Weihnachten. Dann Silvester. Das ist ein Freitag. Dass der immer am Wochenende arbeiten muss, ist richtig ätzend. Woran sehe ich denn, ob da schulfrei ist? Mal kurz schauen. Arbeitsschulfreier Tag. Perfekt. Haben wir da schon einen Preis gewonnen? Ach so. Nee, dann nicht. Ach so, doof. Mann.
Ich wollte die Hochzeit planen. Aber im Winter heiraten ist also vor allen Dingen, weil ich eine draußen Hochzeit geplant habe. Wir warten mal mit der Hochzeit noch. Ich drücke mal Play. Lass die Jungs und Mädels mal machen. Der kleine Kevin schläft. Ah, shit. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Mit Kosen reden. Grimasse schneiden. Mit Flasche füttern. Ich mach mal ganz kurz den Baumodus. Ich fand das so ziemlich cool. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Wäsche schmutzig ist. Deswegen fühlen die sich ja alle so unwohl, weil die die ganze Zeit dreckige Klamotten an haben. So. Hohoho, Umfra, Yangi. Umfra. Ist das süß. Also... Yumbala Zig, Nubu. Lurvy Fanaya. Finnegrau. Oh, Nubu. Oh. Ah, Yumbala. Nubu. Waxwin Misakoi. No. Das ist so süß. Ja, ich habe mich jetzt... Ach, das ist Halloween. Was macht sie? Sie ist... Okay. Die muss ja gleich in die Schule, ne? Ja. Ist halt schulfrei? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Dub my blurfin. Na, mach ich mal. Was machst du? Du hast so eine Obermeise. Nein! Josef! Mach dir bitte ein paar Pfannkuchen. Wir müssen eindeutig was zu essen kochen. Was denn jetzt? Oh, die ist so doof. Die hat verdorbenes Essen gegessen, die Dumme. Dravor Blues Day. So. Oh, Omberg. Weibo. Susa. Pima. Blashu. Organard. New. Skufa Bokana. So, der Josef isst dann erstmal was. Sieht nicht ganz schlecht. From. Ah. Ubi. Tarza Una. Chul Koya. Aha. Lo Gwenji. Sie muss gleich in die Schule, ist egal. Oh.
Yatabu. Der Heiko geht jetzt auf den Top. Smeeb. Späne. Haben wir hier nicht. Da. Der Josef ist jetzt seine Pfannkuchen. Und ist dann Amma auf dem Topf? Was soll er schon machen? Ach, Gina-Mäuschen. Oh. Sie ist so hübsch. Hey. Wirklich hübsch. So. Der Josef wird dann mal hier oben. Das habe ich nicht gesehen. Auf den Topf gehen. Und im Anschluss wird der Josef. Mal gucken, ob das klappt, dass der hier oben. Nee. Die Zäune mal bitte. Für Halloween. Machen wir sie so. Die Spantrillen. Wenn wir überhaupt welche haben, machen wir so. Bleibt so. Fundament haben wir auf jeden Fall. Frisch Halloween-mäßig gibt es hier gar nichts, ne? Lichter, Girlanden, Fähnchen. Machen wir so. Zäune haben wir. Und die Dachen. So machen. Mach das mal, mein Freund. So, die Maus muss, glaube ich, gleich in die Schule, oder nicht? Oh, die ist so doof, ey. Ist heute schulfrei? Ja, toll. Ich bin so doof. Kann die Maus jetzt prinzipiell? Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Gut, sie macht jetzt Zusatzaufgaben. Wo ist sie denn? Da drüben. Dann soll sie es mal noch fertig machen, das ist okay. Josef ist am Schmücken. Du könntest mir noch ein Nickerchen machen, Schatzi. Das klappt ja super. Ach, du warst nicht auf dem Topf, du Trottel. Naja, du kommst schon klar. Geh mal weg. Warum ist das Baby ein Baby? Gut. Die Gina wird sich jetzt mal um das Baby kümmern. Der Heiko schläft. Macht sie das jetzt? Ja. Oh, Bala.
Oh, Chiru. Ja, Josef muss ganz dringend auf den Topf. Fabla! Utuni! Hutsupai! Oh, Blorid Kompipa! So, so. Schaukeln. Kann die Maus hier runtergehen? Wo ist denn der Hund? Da schläft sie draußen. Dann würde ich mit der Maus gern. Ich kann ja mal ein bisschen Solo singen, Country, ja, whatever. Warst du jetzt mittlerweile mal auf dem Topf? Nee. Nico ist am Pennen. Josef ist jetzt auf dem Topf, dem fehlt dann Spaß. Du könntest dann mal hier ein Festmahl kochen. Mal ein Schinkenfestmahl, bitte. So. Dem Baby geht's gut. Der Heiko ist auch wieder wach. Der Heiko. Könnte dann prinzipiell, damit er das abschließt, nochmal die Zäune. Ach so, geht das jetzt, wenn er jetzt das nochmal nimmt? Das geht. Baby schläft. Der Josef kocht jetzt was. Oh, das will ich gern sehen. If no Lloyd to flee Berserk to Xerxes, Drifser, Wixel, Alzer, Glub, Balifna, Trinka, Weevu, Wazerpin, Zawa, Yomp, Tinva, Vin, Fushi, Zong, Shishubi, Berbatu Xerxes. Shishubi, genau, Shishubi. Wir müssen ein bisschen drauf achten, wenn da Kinder kommen. Wenn Kinder kommen. Ich glaube, hier hoch verirren sich gar keine Kinder, kann das? Ihr werdet dann bitte. Könnt ihr nicht singen? Zu fest mal rufen. Kommt mal alle ran hier. Mäuschen kommt an? Ja. Kommt sie raus? Ich hoffe doch. Ja. Sehr schön.
Und sie setzt sich da drüben hin, ernsthaft jetzt. Na gut, was soll's. So, Kinder sind immer noch keine da. Ich glaube, die kommen erst gegen Abend. Mäuschen hat gar keinen Hunger. Josef auch nicht. Josef wird sich dann erstmal umziehen. Stelle ich mir gerade die Frage, warum das jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zusammen singen. Mit Gina. Nein. Wir heiraten später. Mit Gina und Josef. Mach das mal. Sing mal eine Runde, bitte. Ja, gut. Gina, räum bitte auf. Vielleicht kommt es wieder mal. Josef, dem viel Spaß. Josef, was macht dir denn Spaß? Und Gina möchte... Ach, zur Theater AG geht's jetzt, okay. Er legt sich eine Runde hin. Dann könnte sich doch der gute Heiko mal ein bisschen um das Baby kümmern. Denn Heiko hat bis jetzt die schlechteste Verbindung. Reden, grüßen, hüpfen, schmutzige Windel wechseln. In der anderen Reihenfolge bitte. Heiko, mach das mal. Mäuschen wird weiter Freundschaften schließen. Joki Tibu, Mitster. Im Anschluss wirst du das mal bitte wegwerfen. Das mal bitte wegwerfen. Geht das nicht, dass du das wegwirfst? So. Also er schläft. Dem fehlt dann Spaß. Was macht unserem Josef Spaß? Was ziehen wir hier? Der China. Können wir der die. Nee, können wir jetzt glaube ich nicht. Dem Josef macht es Spaß. Comedy kann also schon. Baby, geht's gut? Ach Mann. Ein Stress, sag ich euch. Ein Stress.
Josef muss morgen auf jeden Fall einen Tag Urlaub nehmen. Ich bin ganz doll müde. Der Arme. Er ist sehr verspielt und das ist ja toll. Mal auf damit. Und. Nee, hier war Kochen. Du kochst jetzt mal noch ein bisschen. Hier. In einer Partygröße bitte. Gina ist zurück. Das ist schön. Ah, ich dachte schon, jetzt ist hier ein Kind da. Aber nee. Mal ein großes Leckerchen geben. Und spielen. Und dann kann die Gina mal auf den Töpfchen. Ich dachte, hier würden Kinder kommen. Tut mir leid, Gina. Du kannst ja mal hier so. Josef ist am Kochen. Wir sind wieder Überlänge. Aber ich warte jetzt noch, bis die alle im Bett sind. Wo gehst du hin? Sehr schön. Rein. Nein. Der Josef, der Josef, der Josef. Wo ist denn der Hund? Der Josef kann ja mal hier einen kurzen Spaziergang mit dem Hund machen. Die Gina geht auf den Topf. Hier kommt kein Kind. Wer ist das? Nee. Ich glaube, hier hoch verirrt sich tatsächlich kein Kind. Nur glatt ein bisschen weit jetzt. Sie dekoriert hier mal noch ein bisschen rum. Wenn hier kein Kind kommt, ist es ein bisschen tragisch. Weil ihr diese Tradition ja so viel Spaß macht. Oh? Oh? Nee. Die ist aber nicht verkleidet. Die kriegt nichts. Die ist nicht verkleidet. Heiko, mein Schatz. Eine Etage zu weit oben. Heiko, mein Schatz, du kannst schlafen gehen. Verkleidet die sich jetzt noch? Nee. Und Josef, wenn du zurück bist, kannst du dann auch schlafen gehen? Gina macht es jetzt noch schnell, freut sich jetzt gerade, dass sie das geschafft hat. Das ist sehr schön. Um 8, ne? Nützt ja alles nichts. Schlafen. Hier kommt kein Kind. Mal zurück nach Hause, bitte. Aha. Aha.
damit die Gina noch gar nicht so müde ist. Ich kann ja ein bisschen singen üben. Nun gut. Und dann schläft der Hund halt auf der Mauer. Das ist auch okay. Gut. Ist nicht schön, aber selten. Geht's dem Kind gut? Ich hoffe. Gina, dann geh schlafen. Ja. Wo ist denn der Josef? Da. Wer ist das? Josef, du kannst bitte erstmal den Hund noch herbeirufen. Dann noch mal kurz liebkosen und hüpfen und dann kannst du schlafen gehen. Kommt der Hund jetzt? Ja, sehr schön. Und wenn der Josef ist, dann... Achso, der Josef ist zu... Ach, er kümmert sich schon. Schön. Kann der Josef einfach schlafen gehen. Das ist gut. Und ich würde sagen, wenn die Erwachsenen alle schlafen, oder die fast Erwachsenen, mache ich einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann morgen früh wieder, damit Josef auf jeden Fall... was macht der Hund hier? Egal. Wird Josef auf jeden Fall Tag Urlaub nehmen, denn wir feiern seinen Geburtstag um 15 Uhr. Josef wird zum Erwachsenen. Und als nächstes hat dann der Heiko Geburtstag. Den kleinen Seppel lassen wir auch noch irgendwann altern. Oder beziehungsweise wir warten, glaube ich, bis er automatisch altert. Und dann ist bald Hochzeit. Ach, ist das alles ein Stress, sage ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.